So, hallo, guten Abend. Wir wollen uns heute mit dem kompliziertesten Bereich des NSU überhaupt befassen. Und das ist diese Geschichte mit dem angeblichen Bekennervideo. Und die Geschichte ist deshalb so kompliziert, weil sie zum einen sehr, sehr viele Akten umfasst und zum zweiten vom zeitlichen Ablauf her weitestgehend ungeklärt ist und man auch nicht weiß, wer die handelnden Personen dahinter sind. Was die Sache natürlich nicht einfacher macht. Es gibt eine ganze Reihe Akten, die wir auch geleakt haben. Hier ist zum Beispiel das Forum, wo die gesamten geleakten Akten bisher aufgeführt sind. Waffengutachten und der Tatortbefund Zwickau und Wohnmobil und so weiter und so weiter. Und hier, Paulchen, da sind auch eine ganze Menge von Akten zu den einzelnen Paulchen-CDs, die da oder DVDs, die da verschickt worden sind. Und zu Anfang wussten wir eigentlich nicht, was mit diesem Paulchen-Video nun genau nicht stimmt. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und als ich mir überlegt habe, wie ich diese ganze Geschichte, die ist elendlang, erzählen soll, sodass man das nachvollziehen kann, haben wir uns gedacht, wahrscheinlich ist es am einfachsten, mal zusammenzustellen, wie wir da eigentlich drauf gekommen sind und wann. Und dazu muss man zunächst sagen, wir sind da drauf gekommen, schon als es uns als Arbeitskreis NSU noch gar nicht gab, sondern als wir damals mit einer kleinen Truppe, die teilweise identisch ist mit dem heutigen Arbeitskreis NSU, im Politikfonet, in diesem berühmten Dönerstrang, diskutiert haben. Und wir wussten zu einem sehr frühen Zeitpunkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Wir wussten aber nicht was. Und bevor wir dann 2015 das Video in seiner Langtextfassung überhaupt erstmals gesehen haben, haben wir uns also schon jahrelang Gedanken gemacht und wir wussten auch schon jahrelang, dass das irgendwie alles nicht so ganz hinhauen kann. Mittlerweile hatte ja im Januar 2015 das ZOB, also diese Prozessbeobachter in München, hatten ja das Video im Langformat veröffentlicht. Und dieses Video ist ein ganz besonderes Video, wie wir noch sehen werden. Und wir haben das, nachdem das ja auch dann bei YouTube zunächst erstmal gelöscht wurde und so weiter, hatten wir das natürlich gesichert und hatten es nicht nur auf unserem eigenen Server ist es drauf als FLV-Version. Wir haben es auch hochgeladen hier bei YouTube. Und ich glaube, das ZDF, Quatsch, das ZOB hat auch bei YouTube irgendwo noch eine Kopie. Und das Schöne ist, wie gesagt, das ist 15 Minuten lang. Und das sollten Sie sich zunächst eigentlich mal angucken. Die Adresse steht hier oben. Die finden Sie auch im Forum oder im Blog an sich verschiedenen Stellen. Denn solche langen Nummern abzutippen ist ja auch nicht gerade toll. Und eigentlich sollten Sie sich dieses Video als erstes mal anschauen. Weil das Leaken im Januar 2015 ist ja in der Lügenpresse überhaupt nicht erwähnt worden, zu keinem Zeitpunkt. Und da hat man betreten geschwiegen, weil man ja jahrelang dem Publikum verkauft hatte, das wäre ein Bekennervideo, was es nicht ist. Und es wäre so unheimlich grausam und entwürdigend und überhaupt und ganz schlimm, was es auch nicht ist. Es ist eigentlich ein relativ alberner Comicfilm. Deswegen hatte ich das auch genannt. Es ist ein schlechter Scherz. Aber bekennen tut sich da niemand. Also vielleicht sollten Sie sich dieses Video zunächst mal anschauen, die 15 Minuten. Und wir machen jetzt mal chronologisch weiter, nämlich damit,
wie sind wir eigentlich drauf gekommen, dass mit diesem Video was nicht stimmt. Die ersten Jahre hatten wir ja nur dieses Transkript vom APABITS, die ja dieses Video damals an den Spiegel vertickt haben. Und wir hatten die Ausschnitte, die im Fernsehen gezeigt worden sind, also bei Spiegel TV und dann auch noch bei ARD und ZDF. Bild hat es dann auch irgendwann veröffentlicht. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, als wir noch keine Akten hatten, woran das eigentlich gelegen hat, dass es über eine Woche gedauert hat. Also die Geschichte geht ja so, dass die Beate Zschäpe dieses Video oder 15 Videos insgesamt am 4. und 5. November 2011 in irgendwelche Briefkästen da in Leipzig oder Halle oder Zwickau oder Chemnitz, wo auch immer, reingeworfen haben soll. Und was diese ersten Videos miteinander gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass die alle am Sonntag, dem 6.11.2011, in Schkeuditz, also am Flughafen Leipzig, in dem Briefzentrum 04 abgestempelt worden sind. Und wenn man mal hier aufs Datum guckt, dann sieht man, das ist 2014, Mai, 30. Mai, das ist also der zweite Tag der Existenz meines Blogs. Das hier, was wir hier sehen, ist ja nun schon der dritte Blog, nämlich der, den wir als selber gehostet haben in Russland. Es gibt noch einen Spiegelbild-Sicherungsblog, hieß der damals bei WordPress.com. Und der Originalblog hieß ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Der ist aber lange schon wegzensiert bei Google. Google zensiert am besten, nicht nur bei YouTube. Ja, da geht das innerhalb von Stunden, sondern die zensieren auch bei Blogger Blogs weg, die ihnen nicht gefallen oder wo sie irgendwie, wo irgendwo interveniert wird. Wir hatten uns also schon am zweiten Tag meiner damaligen Blogtätigkeit, hatte ich diesen Beitrag hier geschrieben. Und wissen Sie, was das Komische ist? Der stimmt immer noch. Ja, NSU Lachen, Sachgeschichte Nummer 6, Bekenner-DVD ohne Bekenntnis, die nie ankommt. So sind wir eigentlich, und das ist ja auch nur eine Zusammenfassung von Überlegungen, die wir schon Jahre vorher hatten. Da war schon Nachdenkerin dabei und da waren auch schon andere Leute dabei, die heute noch beim Arbeitskreis NSU dabei sind. Da war Brain Freeze dabei, der den Palograph-Blog betreibt und so weiter. Also die ganz alte Truppe ist das im Prinzip immer noch, die jetzt aktiv ist. Und wir hatten uns damals schon gefragt, wie kann denn das sein, dass der Spiegel am Sonntagabend, also 13. November, eine Woche später, weltexklusiv Ausschnitte von diesem Video bringt in Spiegel TV und dass die doch aber schon 15 Stück eine Woche vorher abgestempelt worden sind, also am 6. in Schkeuditz am Flughafen. Und wie kann das denn sein, dass kein einziges angekommen ist? Dass niemand das veröffentlicht hat. Empfänger waren die Bild-Zeitung. Empfänger waren verschiedene regionale Empfänger da in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und es waren auch mehrere Medienhäuser dabei. Also wie gesagt, aber gerade die Bild-Zeitung. Also wie kann die Bild-Zeitung das Ding verpennen? Wie kann das sein? Und wir sind da lange nicht so richtig dahinter gestiegen, wie das eigentlich gemacht worden ist. Und das hatten wir damals, oder hatte ich damals, als ich den Blog angefangen hatte, da war ich ja noch Einzelkämpfer, zusammengefasst. Und es gab nur ein paar Screenshots, die jetzt das vom APABITS wohl stammten, oder von dem Ginseng-Blog, hier von dem Patrick Gensing, diesem Staatsantifa, der da auch für die Tagesschau schreibt. Ich glaube, vielleicht auch für den Spiegel, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall diese ganze bunte Truppe, Die hat sehr früh dieses Transkript da vom APABITS beworben und hat auch einige Screenshots beworben, aber die haben den Film nie online gestellt. Obwohl sie den schon vorher vertickt hatten und da gab es gewisse Sperrfristen für den Spiegel und dann durfte die ARD das erst zwei Tage später bringen und da haben sie sich also fürchterlich betrogen gefühlt. Da ging es also nur um lächerliche zwei Tage. Aber unsere Frage war immer, warum hat denn zum Beispiel die Bild-Zeitung das Ding nicht veröffentlicht? Und man stellt nämlich dann fest, wenn man in die Akten schaut, da gibt es hat jede DVD ihre eigene Akte und da gibt es auch eine, wie gesagt, eine von der Bild-Zeitung. Und die haben das Ding am 7. November bekommen. Und vom 7. November bis zum 13. November sind 6 Tage. Und da fragt man sich, wie kann denn das sein, dass die Bild-Zeitung das verpennt hat?
Und dann kommt man drauf, dass es da einen zweiten Film gab. Dass also gar keine langen Videos, 15 Minuten lang, verschickt worden sind, sondern dass da nur Teaser verschickt worden sind. Und freundlicherweise hat das auch jemand am 15. November 2011 schon geschrieben. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt habe, achso, hier steht's. Und zwar hat das die Westdeutsche Allgemeine Zeitung geschrieben. Die war nämlich unter den ersten Empfängern, und zwar ihr Büro in Berlin. Da hat ein gewisser David Schraven, der heute bei Korrektiv ist, das ist so eine ganz tolle investigative Plattform, die ja noch so Crowdfunding machen, um den NSU aufzuklären und so weiter. Ja. Der David Schraven hat am 15. November 2011 nämlich geschrieben, es wäre ein Kurzfilm aufgetaucht. Und zwar ein Kurzfilm, der am Sonntag, den 6. November 2011, am Briefzentrum 4 in Leipzig am Flughafen in Schkeuditz abgestempelt worden wäre. Und das war eigentlich eine Sensation. Das war 2 Tage, nachdem dieses Video durch Spiegel TV am Sonntagabend bekannt geworden ist, schreibt das eine Zeitung, eine große deutsche Zeitung, die WAZ, das ist ja Westdeutsche Allgemeine Zeitung, also das ist eine große Zeitung, und niemand greift das auf. Das hat bis heute niemand aufgegriffen. Und so sind wir drauf gekommen, auf die These, zunächst war es eine These, dass am 4. und 5. November 2011 DVDs an 15 Empfänger eingeworfen worden sind, die gar keine Langfassung waren, sondern nur Teaser. Weil er schreibt auch, in dem etwa 90 Sekunden langen Film sind die Anfangsszenen des bereits bekannten Bekennerfilms, also das, was man vom Spiegel schon kannte, über die sogenannten Dönermorde zu sehen. Allerdings ist die Kurzversion des Films eingerahmt von einer weiteren Cartoon-Zeichnung. Der Film trägt den Titel Frühling. Der Film hat in dieser Kurzversion nur eine Musikspur, keine Tonspur. Musikspur, denkt, da muss man dann an dieses Uralt-Video von 2001 mit der neue Werte-Tonspur, so eine Rechtsrockband, denken. Und dann schreibt er ähnelt einem Internet-Teaser, mit dessen Hilfe in einer Kurzfassung Zuschauer für die längere Version des Films eingefangen werden sollen. Das heißt, am 4. und 5. November 2011 hat angeblich Beate Zschäpe, ist natürlich völliger Blödsinn, Teaser, Kaufangebote verschickt. Und die sind am 6. abgestempelt, 6. November 2011, da am Flughafen abgestempelt worden. Und die sind am 7., spätestens am 8., auch den Empfängern zugegangen. Und dann muss das große Geramsche losgegangen sein. Da wird mit Sicherheit eine Bezugsadresse genannt worden sein. Vielleicht auch noch über einen Mittelsmann, damit nicht gleich das Aperbitz da steht. Auf jeden Fall hat damals, dann am Montag, Dienstag, ein Riesengerangel stattgefunden. Darüber hat sich auch die ARD dann später bitter beklagt. Hier ist diesen Screenshot von diesem Artikel von dem David Schraven, 15. November 2011. Und den hat niemand aufgegriffen. Und es gab, wie gesagt, später noch andere händisch eingeworfene Bekenner-DVDs. Das waren dann wohl auch dann Langfassungen, nachdem der Spiegel das dann schon veröffentlicht hatte. Oder auch davor. Und, na gut, das ist jetzt ein bisschen böse, nicht? Also, aber was das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, wir waren uns sicher, dass da irgendein Beschiss gelaufen war, weil keiner der 15 Empfänger hat dieses Video veröffentlicht. Und das war ja die größte Sensation, also der NSU war die größte Sensation seit den Hitler-Tagebüchern, die vom Stern. Oder war vielleicht sogar eine noch größere Sensation, wenn man sich anschaut, wie der NSU seit 4 Jahren die politische und sonstige Diskussion beherrscht. Und der Spiegel hat dann exklusiv von der Antifa gekauft. Und wir wussten, dass die ARD sich bitter beschwert hatte, und wir wussten, dass der Bundesgerichtshof schon im Jahr 2012 geschrieben hat, dass die
dass sämtliche verschickte Videos, also von der Frau Schäpe natürlich, das steht da auch so drin, dass das alles Langtextversionen gewesen wären. Und wir wussten sofort, aufgrund unserer Überlegungen zuvor, dass das nicht stimmen kann. Weil wenn da die Bild-Zeitung und die WAZ und andere Zeitungen, Regionalzeitungen, verschiedene auch noch und so weiter, wenn die alle die Langfassung gehabt hätten, dann hätte irgendeiner das in der einen Woche, in der einen Woche hätte das irgendeiner gebracht. Ja, aber es hat niemand gebracht, sondern es hat erst der Spiegel am 12., am Samstag, glaube ich, hat das auf Spuren gehabt und am Sonntagabend hat das dann im Fernsehen gebracht, zur besten Sendezeit, Sonntagabend, und dann am Montag war es, glaube ich, im Heft. Und ab Dienstag hätte es jeder haben können. Jeder. Ja, und dazu gibt es auch einen schönen Film von der ARD, wo sich der ARD, ich glaube, Nachrichtenchef, dieser Knifke, das ist sowieso ein fürchterlicher NATO-Kasper da, aber wo der sich so schön beklagt. Und diesen, und da haben wir ein bisschen was zusammengestellt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also der Film heißt Der Paulchenbeschiss von BKA, Bundeskriminalamt, Bundesanwaltschaft, Bundesgerichtshof und ARD. Hier ist das Corpus Delicti. Paulchen grüßt. Hier ist dieses schwule NSU-Logo. Und was man dann feststellt, ist, dass der Bundesgerichtshof, also das höchste deutsche Zivilgericht und Strafgericht, entweder sich dieses Video haben sich die Richter nie angeschaut, oder sie sind vom BKA und der Bundesanwaltschaft glatt beschissen worden. Eins von beiden. Und das können wir belegen. Es wurden wirklich nur Teaser verschickt, 90 Sekunden lang, alle am 6. November da in Schkeuditz am Flughafen gestempelt. Und wir vermuten, wir haben ja keins von denen, aber wir vermuten, dass das, wo der Schreven schrieb, Rechtsrock unterlegt, Musik unterlegt, dass das wohl das Neue Werte, Ausschnitte aus dem Neue Werte Vorgängervideo da von 2001 oder sowas waren. Jedenfalls gab es da keinen Ton Paulchen Panther. Hier ist nochmal dieser Zeitungsausschnitt vom 15. November 2011 von David Schraven, der heute dieses super investigative Dings. Und dann hat man behauptet, diese Teaser seien alle Vollversionen, 15 Minuten mit Paulchen Tonspur gewesen. Und wer hat es behauptet? Der Bundesgerichtshof. 28. Februar 2012 im Ermittlungsverfahren gegen Beate Schäpe. Das ist auch im Internet, also auf dem Blog ist es natürlich auch, aber im Internet bis heute abrufbar. Ich habe das nochmal gecheckt. Die anonymisieren zwar die Namen, solange es so. Und hier steht jetzt, also dass die Beschuldigte in der Frühlingsstraße nach der Explosion mit zwei Katzenkörben in einem Verlies die Körbe abstellte und sich dann zu Fuß entfernen. Ermittlungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben so dann ergeben, dass 6 der versandten DVDs am 6. November 2011 im Briefzentrum 4 in Leipzig abgefertigt worden waren und sich somit. Ja, geht's bald weiter hier. Unter den ab dem Abend des 5. November und so weiter Briefkästen Sachsen-Anhalt und Thüringen gefunden haben. Und dann hat das BKA alle Teaser eingesammelt. Die sind also wirklich in einer Affenhektik, sind die in ganz Deutschland rumgekurft und haben die Teaser wieder eingesammelt. Alle. Bis auf eins, da hatte der Empfänger das Ding schon weggeschmissen im Papierkorb. Ja, ein paar andere hat er nur ohne Briefumschlag noch gekriegt, die hatten die Briefumschläge weggeschmissen. Aber die meisten haben sie vollständig bekommen. Und das sind auch die ganzen Akten, die wir da vollständig veröffentlicht haben. Kann sich jeder anschauen. Und dann hat man erklärt, dass das alles Langversionen gewesen wären. Was, wie gesagt, die Frage aufwirft, warum es keiner veröffentlicht hat. Und warum der Spiegel dafür gezahlt hat, wenn es doch Hitz und Kunst umsonst gekriegt hat. Nicht? Das hatten wir eben schon auf der Homepage. Das waren also Kaufangebote ohne Ton. Und der Spiegel hat es von der Antifa gekauft. Das ist eine ganz eindeutige Geschichte. Was ja auch gar nicht abgestritten wird. Wie wir gleich sehen werden. Und die anderen haben halt
dumm in die Röhre geschaut. Allen voran die ARD, aber wir hören da noch mehr Geschädigte. Und der David Schraven, der damals das Ding, das geleakt hat, woran niemand angesprungen ist, dass es diese, dass er dieses diese Kurzversion ohne Ton, also nur mit Musik, von Berlin in seinem Büro da gekriegt hat, dem ist das heute hochgradig peinlich. Das ist ohne Worte. Das ist heute die totale Staatstrompete, war er wahrscheinlich schon immer. Ja, auch das ist ein uralter Blogbeitrag. Ja, wo wir den dann mal angeschrieben haben und gesagt, hier ist die Akte, da steht auch alles drin. Und hier steht auch, Herr David Schraven berührt worden, er war gar nicht drauf. Das heißt, die im Berliner Büro haben ihm das nur hochgeladen. Aber er schrieb das damals schon, dass das eben bei diesem Briefzentrum Scheulitz abgestempelt worden ist. Also genau die Dinger, die angeblich die Zschäpe eingeworfen hat. Und seitdem wussten wir das ja eigentlich, dass es nicht stimmen kann. Und dann hat er uns geantwortet, als wir ihn angeschrieben haben, er wolle sich schon damit beschäftigen, aber anders. Und das zu gegebener Zeit. Woraus wir natürlich dann die Konsequenz gezogen haben, Mainstream. Es wurden also Vollversionen nicht verschickt, sondern nur Teaser. Und was schreibt der BGH? Hatten wir ja schon. Das ist eben die Post, das BKA habe bei Nachermittlung bei der Post festgestellt, dass es eben Vollversionen seien. Der BGH hat also das Video nie gesehen oder er hat sich bescheißen lassen oder er war es Komplize. Bild hatte das NSU-Video zuerst am 7.11.2011, 6 Tage vor dem Spiegel, und er brachte es nicht. Und die brachten es nicht, die haben es verpennt. Hatten wir damals geblockt, stimmt natürlich nicht, die hatten auch nur ein Thema. Ne, das hatten wir gerade uns angeschaut, das hatte ich hier nochmal so als kleine Denkhilfe, Argumentationshilfe zusammengeschnitten, ne, die nie ankommt. Und die Bildakte ist übrigens auch geleakt, ne? Also die komplette DVD-Akte. Das abgebrannte Haus der Zwickauer Neonazis. Hier wird es vergangene Woche gefunden, das Bekennervideo des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. 4 Exemplare entdecken die Ermittler noch vor Ort. Ganz wichtig. Es sind heute 35. In den BKA-Akten sind es 35. Aber es waren nur 4. Werden wir später noch sehen. Doch schon zuvor sollen die Rechtsextremen Kopien der DVD verschickt haben. Unter anderem an die Partei Die Linke. Wichtiges Beweismaterial, plötzlich im Umlauf. Dass in so einem Moment ein Wettbewerb insbesondere bei investigativen Redaktionen losgeht, in den Besitz von solchen Unterlagen, DVDs oder Informationen zu kommen, das ist, glaube ich, ganz natürlich und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Die Frage ist einfach, was passiert, wenn Redaktionen sich gegenseitig übertreffen? Der Wettlauf um das Video eröffnet. Ihnen wurde das brisante Material zugespielt, den Mitarbeitern des Vereins APABITS in Berlin, dem antifaschistischen Pressearchiv. So, hier müssen wir mal ganz kurz stoppen. Bei diesen 15 verschickten Teasern sind mehrere Postleitzahlen mit einer führenden Null dabei, also Zwickauer, Chemnitzer, Hallenser und so weiter. Und die Umschläge sind auch direkt bedruckt worden. Es gibt also keine Adressaufkleber auf den Umschlägen, sondern die sind direkt bedruckt worden. Und nur ein einziger von diesen Teasern, von diesen Briefumschlägen, muss man ja wohl dann sagen, die dazugehören, nur ein einziger hat einen Etikettaufkleber. Und das ist der, der an die PDS, die es gar nicht mehr gab, die hieß schon Die Linke, die aber adressiert waren, die PDS-Halle. Nur die hatte einen Adressaufkleber. Also auf Deutsch ist geändert worden. Und der zweite Punkt ist, dass bei nur dieser einen einzigen Postleitzahl die führende Null fehlt. Die haben einfach eine vierstellige statt einer fünfstelligen, also die führende Null ist nicht da. Und ist trotzdem angekommen. Na gut, mag ja sein. Auf jeden Fall hat dann angeblich ein V-Mann in der gewaltbereiten Antifa, der da nie gearbeitet hat, auf Weisung seines Bürovorstehers bei dem PDS-Büro in Halle,
sich diesen Film angeschaut. Am 9. heißt es in den Akten. Auch diese Akte ist komplett geleakt. Also Sie können alles nachvollziehen, was ich hier erzähle. Am 9. Am 9. waren aber die ganzen anderen Teaser schon da. Und weil es eben keine Vollversion waren, hat es auch niemand veröffentlichen können. Und dann haben die sich alle gekloppt und gehauen. Natürlich auch die ARD. Der Gnifke erzählt da eine wunderschöne Geschichte, die gar nicht stimmt. Auf jeden Fall ist die Verbindung, Austausch dieses Teasers in eine Vollversion, wahrscheinlich über den V-Mann, der bei der PDS da in Halle, der heißt übrigens Thilo Giespers, kommt aus Quedlinburg, gibt kein Foto von dem im Netz. Der hat auch einen Fingerabdruck an dieser Hülle von der DVD hinterlassen. Mehrere, ich glaube 5 oder so. Und die Zusammenarbeit mit dem APABIS, also das APABIS hat dann irgendwie mit dem Thilo Giespers zusammen diesen Film ausgetauscht gegen eine Langtextversion, eine Vollversion, 15 Minuten, mit Paulchen Originalton, keine Musik mehr, also das Ding, was wir jetzt auch kennen. Also die meisten kennen es nicht, weil sie es nie gesehen haben, weil ja die Mainstream-Medien das Leaken 2015 vertuscht haben. Weil sie ja dadurch vorgeführt worden wären, weil es ja kein Bekennervideo ist und auch nicht grausam und auch nicht schlimm und gar nichts. Lächerlich ist es. Ein böser Scherz. Auf jeden Fall hat irgendwie das APABIS mit dem Verfassungsschutz und dem BKA das Ding gefaked. Und dann hat man in Zwickau 4 von diesen original langen Paulchen-Panther-Videos gefunden. Und alles, was man sonst gefunden hat, waren nicht diese Videos. Es waren nicht dieselben. Und darauf kommen wir dann aber noch. Schauen wir mal weiter. Bieten das Video Journalisten zum Kauf an. Auf Anfrage bekommt Zapp ein Angebot. Die Kosten für das Bekennervideo belaufen sich auf 2000 Euro. Allerdings unterliegt das Video einer Sperrfrist. Wer das Material kauft, darf es erst am Dienstag verwenden. Weil Montag der Spiegel rauskommt. So einfach war das. Das hat der Verein mit einem Verlag so vereinbart. Das war eine Forderung in dem Fall. Also das war nicht kein Angebot von uns. Ich hätte auch eher bevorzugt, wenn es anders gewesen wäre, weil es uns eigentlich eher unangenehm war, so weit zu gehen sozusagen, auch also so weit jemand, also in dem Fall einem Medium entgegenzukommen. Ein Medium sichert sich die Vorabrechte. Nach Zapp-Recherchen ist es der Spiegel. Wie viel das Magazin für den exklusiven Zugriff bezahlt hat, bleibt unklar. Das ist ein Geschäftsverhältnis, dazu würden wir hier keinen Kommentar machen. Also der Punkt ist, der Spiegel hat erheblich mehr als diese 2000 Euro bezahlt. 2000 Euro waren die Rechte ab dem Dienstag, nicht? Und der Spiegel hat es ja exklusiv von Samstag bis Montag gehabt. Ne? Aber es war der Spiegel. Es war der Spiegel. Der will zu dem Vorgang keine Angaben machen. Schreibt auf Zapp-Anfrage, dass sich der Spiegel zu möglichen Quellen grundsätzlich nicht äußert. Gekauft, gedruckt. Der Spiegel zeigt im aktuellen Heft die ersten Fotos aus dem Video, vor allen anderen. Und bei Spiegel TV laufen die Ausschnitte. Auch dieses obskure Bekennervideo, das dem Spiegel und Spiegel TV exklusiv vorliegt. Das ist kein Bekennervideo. Genau das ist der Beschiss von Anfang an. Deswegen hat man auch dieses Video niemals komplett veröffentlicht. Offenbart Unvorstellbares. Ein Verlag sichert sich brisantes Material über einen der vermutlich größten rechtsextremen Kriminalfälle. In dem Video, das Spiegel TV erstmals exklusiv zeigt, rühmen sich die Terroristen ihrer Taten und verhöhnen ihre meist türkischen Opfer. Die meist türkischen Opfer waren in erster Linie Kurden. Nicht? Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt zum Verständnis dessen, was da eigentlich abgegangen ist. Denn die türkische Gemeinde Deutschland hat sogar den Bundestag angeschrieben, sie möchten doch bitte in ihrem Abschlussbericht vom ersten NSU-Untersuchungsausschuss die Herkunft der Opfer richtig benennen. 5 Türken, 5 Kurden, 3 Türken, 1 Grieche. Hat der aber nicht gemacht. Ne? Schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Das ist ein wichtiges Dokument über die rechtsextreme Szene, über das Terrornetzwerk, das da jetzt im Augenblick gerade aufgedeckt wird. Insofern
ist immer noch nicht aufgedeckt. Es gibt immer noch keine Beweise an keinem einzigen Tatort. Juckt aber. Hat nie irgendeine Rolle gespielt. Gehört es an die Öffentlichkeit. Geld dafür zu bezahlen, ist nicht in Ordnung, ganz egal, was dargestellt wird. Es gibt einen ganz natürlichen Wettbewerb unter Journalisten, Informationen früher als andere zu bekommen und natürlich auch, wenn ich der Erste bin, eine Weile lang von dieser Exklusivität zu leben. Aber nochmal, als Staatsbürger finde ich es nicht in Ordnung, wenn es Dinge gibt, die wirklich für die gesamte Gesellschaft von Interesse sind, dass die eine Zeit lang einfach monopolisiert sind. Eine Zeit lang? Wir reden von 2 Tagen. Das ist lächerlich, ne? 2 Tage. Am 13. Sonntagabend hat der Spiegel das Ding in Ausschnitten bekannt gemacht, den Spiegel TV. Am 14. hat er es in seinem Heft gehabt. Am 6., 13. hat er es gebracht, am 14. hat er es im Heft gehabt. Und nachdem es der Spiegel veröffentlicht hatte, konnte es jeder haben. Ein Monopol, das erst gebrochen wird, als weitere Kopien auftauchen. Mehreren Redaktionen wird das Video nun auch von anderer Stelle angeboten. Da sind zum Beispiel die Nürnberger Nachrichten, die sollen es am 9. November 2011 bekommen haben. Also Schäfer hat sich ja am 8. gestellt und am 9. sollen die das bekommen haben. Und die Kommunistische Arbeiterzeitung nebenan auch gleich, da in Nürnberg. Und es ist aber ohne Briefmarke, beides. Also die sind händisch eingeworfen worden. Da fragt man sich auch, und auch schon bevor der Spiegel das veröffentlicht hatte, warum haben die das nicht veröffentlicht, ne? Fragt man sich. Und das Zweite ist, warum haben sie es nicht verkauft an Stern oder an die Bild? Ach nee, die hatten es ja selber schon. Egal, auf jeden Fall geht die ganze Geschichte geht vorne und hinten nicht auf. Es passt einfach nicht. Ja? Also wenn da einer händisch die Dinger in irgendwelche Briefkästen in Nürnberg schmeißt, dann hätte ich natürlich da auch, gerade bei 3 Morden in Nürnberg da und verwinkelte Südstadt und so weiter und so weiter. Also da sitzt eigentlich meiner Meinung oder unserer Meinung nach, sitzen da die Leute in Nürnberg. Und Umgebung. Wir kaufen grundsätzlich nicht solche Sachen. Wir zahlen für Recherche. Also wenn jemand losfährt und Tage braucht, um so ein Video auszugraben oder von mir aus auch Wochen, dann... Ja, da hätte er mit Manfred Nordgauer vom LKA Stuttgart reden sollen. Die haben es doch im Schutt ausgegraben am 10. November angeblich. Zahlen wir dafür, aber wir zahlen nicht für angebotene Materialien. Wir kaufen nichts vom Markt weg, was rundherum angeboten wird. Die Taz bekommt das Video später. Kostenlos. Ja, die haben ja auch die entsprechenden Verbindungen zum Apparat. Das darf man nicht vergessen. Auch andere Medien wie die Süddeutsche oder ARD aktuell versichern, dass sie das Nazi-Video nicht bezahlt haben. Und auch nicht bezahlen würden. Dass es leider immer wieder vorkommt, dass Scheckbuchjournalismus gemacht wird, dass also für Informationen bezahlt wird, ist ein Übel, das sich letztendlich negativ auf die Qualität von Berichterstattung auswirkt. Wir sagen ganz klar, für Informationen darf kein Geld fließen. Das sind Traumtänzer. Ja, also wir haben eine einheitliche Medienfront, alle Medien lügen zusammen und gemeinsam, und zwar seit November 2011, was im Fall NSU angeht, ja. Und es ist vollkommen egal, ob da einer jetzt ein Scheckbuch gezückt hat und so weiter. Also Hitler-Tagebücher, okay, das war vielleicht ein Sonderfall. Ja, da hat sich ja der Stern auch schön mit ruiniert für alle Zeiten. Aber nee, Entschuldigung, du bist ein blinker Kasper. Aber es fließt trotzdem. Und deshalb hat ein Verlag zunächst die Interpretationshoheit über die brisanten Bilder. Exklusivität geht eben vor. Die ARD hat auch zuerst nur Teaser gehabt und hat fleißig mitverhandelt. Ja, das ist die Frage, war der BGH Komplize oder war er nur nachlässig? In dem Beschluss vom Februar 2012 gegen Schäpe steht nämlich auch was anderes Schönes noch drin. Die drei, nicht? Also ferner findet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten Dienstwaffen, schreibt der BGH. In der Paulchen Panther einem Polizisten in den Kopf schießt. Da sind wir ja mal gespannt. Und das macht er fest an einem Foto. Wie gesagt. An dem hier. Und Leute, das ist keine Dienstwaffe. Das ist eindeutig ein Revolver.
Jedes Kind weiß, das zu unterscheiden, was ein Revolver ist und was eine Pistole ist. Aber das höchste deutsche Zivil- und Strafgericht weiß das nicht zu unterscheiden. Peinlich, ne? So sieht die Dienstpistole aus. Das ist ein Wikipedia-Foto. Und deswegen, man kann darüber lachen und sagen, es sind die dümmsten Richter Deutschlands. Man kann aber auch sagen, sie haben Beihilfe geleistet, indem sie sich das gar nicht angeschaut haben, was ihnen die Bundesanwaltschaft und das BKA da vorgelegt haben. Und das ist alles bereits seit Juni 2014 bekannt.